Ja, herzlich willkommen zur neuen Saison bei Ladies in Black TV 2018-2019. Heute am Montag ist hier Trainingsauftakt in der Halle Neuköllner Straße. Bei uns ist Saskia van Hintum, Cheftrainerin der Ladies in Black. Ja, Saskia, Trainingsauftakt, was heißt das? Wie fühlst du dich? Wie war's? Ja, aufgeregt wieder. Ist immer schön, um wieder einen Neuanfang erstmal zu starten. Nur 6 Mädels sind jetzt da, weil ein paar auch noch bei der Nacho sind. Aber man muss ja irgendwann mal starten und ja, also ich glaube, alle freuen sich. Ich habe mal in den Trainingsplan gespingst. Da sind so schöne Sachen wie Thai-Boxen, habe ich gesehen. Wo liegen die Schwerpunkte der ersten Wochen jetzt im Training? Ja, klar, auch im Physikbereich, da also natürlich Ballgewöhnung wieder und ein bisschen mehr Kräftigung, Stabilisierung vom Körper, dass das der Körper wieder dran sich gewöhnt, dass man also jeden Tag 2-mal trainieren kann und ja, und auch viel Spaß haben am Anfang und euch untereinander gut kennenzulernen. In 8 Wochen ist jetzt das erste Meisterschaftsspiel Ende Oktober. Die meisten Spielerinnen sind aber ja noch nicht da, beziehungsweise 5 sind noch nicht da. Wie fügt man das Puzzle dann zusammen, dass das alles klappt? Ja, ich glaube, das hat letzte Saison auch geklappt. Da waren ein paar auch ganz spät da und dann fängt für mich eigentlich echt richtig die Vorbereitung an. Und ja, das Endspiel von Erfurt wird dann auch wichtig sein, weil das wahrscheinlich jetzt erstmal, dass alle auch spielen werden und werden können. Aber wir sehen, das wird schon alles, also neue Spielerinnen dazu, nur Kirsten und Nicole noch da. Und also wir nutzen die Zeit gut und dann wird das, also im Playoff werden erst die Preise wieder da sein. Ja, da haben wir auch gute Erinnerungen an die letzte Saison. Das ist ja tatsächlich so, dass dann erst so richtig die heiße Phase beginnt. Ja, noch ein Wort zu den Fans. Warum dürfen die sich auf die neue Saison richtig freuen? Ja, ich glaube, ich war leider am Samstag nicht da beim PTSV-Tag, wurde bei dem Vorstellung. Aber ich glaube, ihr habt gesehen, dass die Mädels sich wirklich freuen, hier neu in Aachen zu sein. Und ja, wir eine ganz schöne und gute und ja, in der Meisterschaft abzuliefern mit Unterstützung von euch, alle Fans. Also wir freuen uns erstmal auch, wie ich bin, in der Aachen-Cup auch noch. Und dann am 11. November, glaube ich, auf meinem Kopf, haben wir erst das erste Heimspiel. Das dauert noch ein bisschen, aber wir sind für euch da und ihr auch für uns, hoffe ich. Dankeschön. Bitte. Wir haben hier eine neue Spielerin und zwar Denise Imudu. Ja, Denise, du bist letzte Woche nach Aachen gekommen. Wie waren die ersten Tage? Ja, ganz schön aufregend, ne? Also erstmal habe ich so die Wohnung bezogen und so die Umgebung bei der Wohnung erkundet so und ja, dann die Mädels kennengelernt und die Teampräsentation und es war alles echt ganz schön aufregend, aber irgendwie cool. Also macht jetzt schon Spaß. Was ist dir als erstes so aufgefallen? War es in der Stadt? Ja, natürlich der Dom, also der sticht direkt raus und das Rathaus, da bin ich halt jetzt schon öfter gewesen, weil ich da fast wohne quasi und ja, das sind so die ersten Sachen, die halt auffallen und die echt schön sind. Und am Wochenende war ja der Tag des PTSVs mit eurer großen Teampräsentation, da hast du ja auch schon ein bisschen Kontakt zu unseren Fans gehabt. Wie sind da die Eindrücke? Ja, auch sehr gut. Also das kennt man ja eh schon. Ich spiele ja schon ein bisschen länger in der Bundesliga und die Aachener Fans sind ja sowieso bekannt. Und ja, die hat man da jetzt so kennengelernt. Alle wussten irgendwie, wer man ist und irgendwie war es gleich wie so eine kleine Familie. Das war echt schön. Ja, gutes Stichwort. Du sagtest, du bist schon länger in der Bundesliga, aber eigentlich zarte 22. Denn wievielte Saison in der ersten Bundesliga wird das jetzt? Das ist die 6. Saison jetzt. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. 6 Saison, erste Bundesliga, da kann man wirklich davon sprechen, dass wir eine gestandene Spielerin haben. Ich glaube, wir werden viel Spaß mit Denise in Aachen haben. Dankeschön. Danke. Bitte.